Mit welcher Absicht machst du das eigentlich, was du heute gemacht hast? Was ist der Hintergrund, dass du das gut findest, was du tatsächlich immer wieder hervorholst, dir anschaust oder wo du ganz genau sagst, das ist das, was dich wirklich auslösend darauf auch stimmig und besonders zuvorkommend und was auch immer auf dem Level hält, wo du jetzt sagst, das ist genau das, wo du für dich diesen Hintergrund entdeckst und auch abnimmst, dass du ganz klar sagst, das kann so weitergehen. Die Besonderheit ist nämlich, wenn du nicht genau definierst für dich, wo soll das Ganze hinauslaufen, dann wird das auch nicht möglich. Und herausfordern wird es erst dann, wenn du deine Herausforderung daraus machst, dich einfach mal darauf konzentrierst, um dir zu sagen, was kann ich denn anders machen, obwohl ich der Meinung bin, das ist schon gut. Und erst dann, wenn du für dich herausgefunden hast, das kann man auch so und so und so machen, dann wirst du für dich auch diese Antwort herausfinden, warum tatsächlich das, was du jetzt den ganzen Tag über gemacht hast, veranstaltet oder wie auch immer du es zeichnen möchtest, da wird dir die Antwort nämlich irgendwann mal vor den Augen geführt, warum das nur eine Ausrede oder eine Geschichte ist, die du dir gerade erzählst. Weil das, was du machst oder heute gemacht hast, etwas ist, was du kennst. Und da solltest du dich mal langfristig gesehen von verabschieden, weil, wie du eigentlich schon aus meinen alten Videos herausgefunden hast, ist das etwas, das du dich dran gewöhnt. Und Gewöhnung ist langfristig gesehen überhaupt nicht gut, weil du nicht für dich herausfinden wirst, was gibt es denn darüber hinaus noch. Denk da mal dran und teile es mit anderen. Bis dann.